Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Traden auf Wolke 7 mit Martin Görsch. Mein Name ist Nelson Cardoso-Neto. Ich freue mich, dass Sie heute wieder dabei sind und begrüße Sie im Namen von FX Flat. Wir haben ja diese kleine Webinarreihe ja schon ein paar Mal oder beziehungsweise ein paar Termine schon gehabt und ich freue mich, dass wir auch nach diesem Webinar heute noch zwei weitere Termine mit Martin haben. Schon mal vorab vielen, vielen Dank, Martin, dass du da Zeit und Lust hast. Und bevor ich jetzt tatsächlich an Martin übergebe, müssen wir trotzdem kurz den Risikohinweis besprechen, denn dieses Webinar dient wie immer nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Bitte nicht als Anlageberatung oder Handelsempfehlung verstehen. Sie müssen Ihre eigene Entscheidung treffen. Unabhängig davon, was uns heute Martin zeigt. Ja, das bitte beachten. Okay, dann übertrage ich jetzt den Bildschirm. Wünsche viel Erfolg und viel Spaß. So, vielen Dank. Okay, so, ich schaue mal kurz rein. Jo, also mein Bildschirm sollte zu sehen sein. Ich bin dann hoffentlich auch gut zu hören. Ja, begrüße euch nochmal ganz recht herzlich hier heute Abend zum Ichimoku-Webinar. Wir werden uns ein paar Aktien angucken aus dem US-Markt, der ja gerade noch läuft. Ja, habe ich mir eine Kleinigkeit überlegt, wie wir das heute machen. Vorweg, ich habe den Chat hier eingeblendet. Wenn also Fragen sind, dann gerne in den Chat rein. Dann versuche ich das zu beantworten. Susanne, deine Frage auf die Saisonalitäten, da komme ich auch gleich noch drauf zu sprechen. Vorher von meiner Seite hier einmal kurz schalte ich das noch durch, auch nochmal den Risikohinweis, der Nelson hat es ja netterweise gerade schon eingeblendet. Die zweite Seite hier ist die, die jetzt besonders wichtig ist. Ja, also ich möchte hier bitte keine Kauf- oder Verkaufempfehlungen für irgendwelche Finanzinstrumente aussprechen und kann hier auch auf gar keinen Fall eine Anlageberatung von der Bank oder ähnlichem ersetzen. Wenn ihr hier Trades umsetzen wollt, dann macht ihr das ganz klar auf eigenes Risiko. Und bei mir auch immer noch wichtig, die Offenlegung gemäß § 34b Wertpapierhandelsgesetz. Ich halte in einigen der Märkte, die wir hier heute besprechen, mit hoher Wahrscheinlichkeit Positionen oder plane, welche aufzubauen. Und von daher bitte ich das bitte auch zu beachten. Ja, es könnte sein, dass ich dann von der zunehmenden Liquidität da profitieren kann. Okay, ich will gar nicht so viel erzählen. Ja, das, worum es heute geht, das steht hier auf der Folie. Für die, die es nicht lesen können, ja, Ichimoku Kinko Hyo, das ist das, worum es hier geht. Das ist der Kernindikator, den wir uns hier heute anschauen. Hier sehen wir nochmal ganz kurz die einzelnen Indikatoren, die in diesem Indikatorpaket im Prinzip enthalten sind. Ah, ich habe wieder ganz vergessen, ich kann hier auch für diejenigen, die es ertragen, hallo, nochmal kurz die Kamera anmachen. Für die, die es nicht ertragen können oder wollen, die können das dann gerne über GoToWebinar auch wegschalten. Ja. Okay, einmal ganz kurz die Indikatoren, die hier drin sind. Wir haben also drei Linien, die für uns interessant sind. Das ist die violette Linie, die rote und die blaue, die Kijun-Sen, Tenkan-Sen und die Chikuspan. Bei mir sind die Einstellungen hier standardmäßig. Das heißt, Kijun-Sen ist quasi der Mittelwert zwischen Hoch und Tief der letzten 26 Kerzen. Tenkan-Sen ist hier die rote, der Mittelwert vom Hoch und Tief der letzten 9 Kerzen und die Chikuspan ist hier um 26 Kerzen nach links verschoben. Das ist also der Schlusskurs, um 26 Kerzen in die Vergangenheit geschoben. Und dann haben wir eben hier noch ganz klassisch diese Kumo in Grün und in Rot. Das ist also die Wolke, das ist quasi das Kernelement des Ichimoku-Indikators. Wer damit nicht vertraut ist, dem empfehle ich einfach bei FX Flat mal in die Videoaufzeichnungen zu gehen. Da findet ihr dann auch die genauen Erklärungsvideos dazu. Okay,
Was habe ich hier noch? Einmal ganz kurz noch zusammengefasst, weil das gleich wichtig ist für die Analysen, die wir machen. Eine Aktie, die typischerweise sich im Abwärtstrend bewegt, die haben wir eben dann vor uns, wenn der Kurs sich unterhalb der Wolke bewegt. Und ein Aufwärtstrend, klassisch nach Ichimoku-Indikator, liegt vor, wenn sich der Kurs oberhalb der Wolke bewegt. Ja. Das wird das Kernelement sein der Analysen, die wir uns hier heute anschauen, in verschiedenen Zeitebenen. Aber das ist das, was ich gerade auch für den Einstieg am ehesten empfehlen würde, worauf man beim Ichimoku achten sollte, wenn man versucht, über diesen Indikator oder mit Hilfe dieses Indikators Trades aufzubauen. Okay. Dann ein weiterer Indikator, den ich heute noch verwende, den ich heute noch zeigen werde, womit ich im Prinzip meine Aktienpositionen, die eventuell für mich in Frage kommen würden, sortiere nach einer relativen Stärke und Schwäche. Den will ich hier auch einfach mal noch schnell reinschieben, damit das erledigt ist. Dann können wir uns im Nachgang dann den Charts zuwenden. Das ist der RSL. RSL ist relative Stärke nach Levi, und der macht im Prinzip nichts anderes, als den letzten Wochenschlusskurs ins Verhältnis zu setzen zu einem durchschnittlichen Wochenschlusskurs der letzten x Wochen. Ja, und die Standardeinstellung ist 27 und das ist auch die Einstellung, die ich benutze. Das heißt, dieser Indikator macht im Prinzip nichts anderes, als den letzten Wochenschlusskurs ins Verhältnis zu setzen zum durchschnittlichen Wochenschlusskurs des letzten halben Jahres. Ja. Und das ist das, was ich gleich im Chart verwenden werde. Ja, das wollte ich einmal ganz kurz erläutern, damit wir hier quasi wissen, worüber wir reden. Und so sieht das Ganze dann aus. Das ist im Prinzip ganz ähnlich zu dem Arbeitsplatz, der im Top Trader Signals Add-on enthalten ist. Wer das Add-on nicht kennt, aber den Agena Trader nutzt, der hat jetzt zwei Möglichkeiten. Der kann sich das einmal anschauen, indem er hier oben bei My Account, ja, hier das entsprechende Paket raussucht und dann einfach unten auf Demo anfordern klickt. Und dann kann er sich eine entsprechende zweiwöchige Demo davon besorgen. Wer das gerne ein bisschen länger testen möchte und noch kein FX-Flat-Konto hat, für den habe ich hier noch eine ganz andere Möglichkeit. Und zwar, ich packe das hier mal kurz in den Chat. Das ist ein Link, der benutzt werden kann für eine Kontoeröffnung. Da kommt man, zeige es mal schnell, ja, auf diese Seite hier. Und wenn man über diese Seite ein Konto eröffnet bei FX Flat und noch keins hat, dann bekommt man dieses Add-on hier für 2 Monate kostenlos. Ja. Wer das gerne mal ausprobieren möchte oder das halt mal ein bisschen länger benutzen will als 2 Wochen, der kann das darüber dann recht einfach machen. Im Nachgang, wenn man das behalten möchte, kostet dieses Add-on 29 Euro im Monat. Da ist aber dieser Indikator und auch diese ganzen Signale, die dann hier voreingestellt sind, sind nur ein Teil davon. Ja, das ist ein sehr umfangreiches Add-on. Da sind noch diverse recht bekannte Aktienhandels-Setups drin. Es ist eine kurzfristige Handelsstrategie drin für den DAX, eine Intraday-Strategie, wo Positionen also nicht über Nacht gehalten werden. Da habe ich hier auch schon mal ein Webinar zugemacht bei FX Flat. Auch das findet man noch auf dem YouTube-Kanal von FX Flat oder eben dann entsprechend auf der Seite auch. Das kann man sich also auch nochmal anschauen. Es ist, wie gesagt, sehr, sehr umfangreich und ein Part aus diesem Add-on ist eben dieser Ichimoku-Arbeitsplatz. Ja, ich sage mal ganz kurz, wie das Ganze bei mir hier aufgebaut ist. Ich habe hier im oberen Bereich immer den Tagesschart und im unteren Bereich den Wochenchart. Ja, das ist für den Handelsansatz, den ich hier fahre, quasi als Swing Trading Ansatz mit einer Haltedauer für die Aktienpositionen so zwischen, naja, mehreren Stunden bis vielleicht 4, 5 Tagen. Das sind also wirklich kurzfristigere Swing Trades, die ich hier erwischen möchte.
Wenn es super gut läuft und ich erwische einen Trade, der richtig schön in den Trend reinläuft, dann kann es auch mal ein paar Tage länger sein. Es geht am Ende immer um eine Gewinnmaximierung. Aber das ist im Prinzip das, worauf ich hauptsächlich schaue. Das heißt, meine Signale kriege ich über den Tageschart, schaue mir dann immer noch mal den Wochenchart an, um einmal zu gucken, wo sind wir momentan verortet im großen Bild? Wie ist der Trend im großen Bild? Ja, und dann entscheide ich, möchte ich einen Trade umsetzen, ja oder nein? Ja, dann habe ich hier immer noch unten drunter meinen Trendindikator. Das ist im Prinzip nichts weiter als ein Indikator, der mir anzeigt, in welche Richtung momentan ein Trend läuft, beziehungsweise wie stark dieser ist. Ja, das sieht man dann hier an der Höhe dieser Balken, wie die ausschlagen. Je stärker die ausschlagen, umso stärker ist auch der Trend. Und wie zügig das Ding reagiert, das sieht man eigentlich, wenn man sich diese längerfristigen Trendverläufe hier mal anschaut. Wir kommen hier relativ schnell von grün auf rot, in dem Moment, wo die Abwärtsbewegung anfängt und in dem Moment, wo wir dann hier wieder über in die Aufwärtsbewegung wechseln, noch bevor wir über diese letzten Hochs hier drüber sind, wechselt der quasi wieder in die Long-Richtung. Und das benutze ich immer so ein bisschen als Kontrolle dafür, ob ich ein Trade-Setup, so wie ich das umsetzen möchte, auch tatsächlich handle oder ob ich es lieber sein lasse. Ja, und dafür habe ich eben verschiedene Kriterien, die passen müssen. Und das werden wir uns jetzt so nach und nach in den einzelnen Aktien mal anschauen. Okay, dann gucke ich mal kurz auf die Fragen schon mal hier. Die ziehe ich mir mal hier rüber. So, dann kann ich mir das Ganze mal ein bisschen vergrößern. Okay, also die Susanne hatte ganz zu Anfang schon gefragt, welche Zeiteinheit nimmt man am besten für Saisonalitäten, die zum Beispiel bis 4 Tage laufen sollten? Ja, zum Beispiel Sommerloch im DAX, 22. bis 24.6. Nimmt man da Ichimoku auf Tagesbasis oder Intraday? Ja, okay, das ist natürlich immer so eine Gretchenfrage. Im Prinzip ist es so, dass ich lieber mit Signalen vom Tageschart arbeite. Allerdings, wenn man jetzt nur eine sehr kurze Haltedauer anstrebt, dann kann es sein, dass es Sinn macht, Einstiege zu optimieren über einen Stundenchart. Ja, dann kann es sein, dass es einfach zu spät ist, wenn man zu lange auf Einstiege wartet, die dann vielleicht an einem Hoch oder Tief von der Tageskerze zustande kommen. Ja, dann kann man durchaus versuchen, das Ganze auch schon über einen Stundenchart zu regeln. Ja, das ist relativ einfach hier. Man stellt das Ganze hier einfach um auf den Stundenchart und schaut sich dann an, wie das Ganze auf Stundenbasis aussieht. Na, und ich bin jetzt hier einfach auf dem ersten Wert der Liste hier vom S&P 500, das ist Align Technology. Und da sieht man eben ganz schön, wie unterschiedlich das Ganze dann aussehen kann. Wir haben also hier einen Wochenchart, der klar aufwärts gerichtet ist. Ja. Wir haben einen Tageschart, der klar aufwärts gerichtet ist und haben jetzt aber hier einen Stundenchart, der abwärts gerichtet ist. Ja, und wenn man dann so ein Bild sieht, dann kann man ganz einfach auf dem Stundenchart so lange warten, bis man hier den Ausbruch über die Wolke bekommt und eben dann in dem Moment kaufen, weil wir dann wissen, der Tageschart ist long, der Wochenchart ist long, und dann kann man eben auf dem Stundenchart die Einstiege nehmen. Ja, das ist also durchaus möglich. Da muss man immer ein bisschen gucken, wie aggressiv oder wie defensiv möchte man bei solchen Trades sein. Ich bin immer lieber ein bisschen defensiver, ich bin lieber ein bisschen später dabei, habe dann vielleicht einen etwas größeren Stop, halte die Position dafür aber auch ein bisschen länger. Ja. Das muss man aber ein bisschen abschätzen, wie das persönlich am besten zu einem passt. Ja. Der Lars fragt, ob man für das Add-on zwangsläufig die Andromeda-Version braucht. Nein, meines Wissens nach nicht. Ich benutze zwar selber die Andromeda-Version, ich habe aber einen Arbeitsplatz auch erstellt, für die Mercury-Version. Das, was da eben nicht funktioniert, sind diese Strategien, die hier hinterlegt sind, als man nennt das Ganze Analyzer Escort hier im Agena Trader. Das funktioniert so, dass aus verschiedenen Strategien in einer Spalte hier Signale angezeigt werden. Na, wir sehen das. Wir haben hier ein Signal Chico Cross Long, dann haben wir hier ein Signal Kumo Breakout Long, dann haben wir hier ein Signal Tenkan Kijun Short. Ja, und die werden alle in einer Zeile angezeigt und das ist eben sehr, sehr übersichtlich. Das funktioniert in der Mercury-Version nicht. Was allerdings gehen sollte,
ist, dass man diese Signale einzeln pro Signal eine Zeile hier anlegt und dann entstehen hier einfach ja, entweder weiße Nullen oder rote oder grüne Einsen, wenn eben ein Signal entsteht. Ja, das ist die etwas umständlichere Variante, diese Signale zu nutzen, ist aber durchaus auch möglich. Okay. Der Mario fragt, ob ich nur auf amerikanische Aktien schaue. Ich schaue am liebsten auf amerikanische Aktien. Ich schaue nicht nur auf amerikanische Aktien, weil ich ja auch einen Börsendienst habe, bei dem Derivate gehandelt werden. Und für viele private Kunden ist es bei den Standardbrokern nicht mehr möglich, Derivate auf US-Aktien zu handeln. Deswegen ist es besonders praktisch, wenn man quasi einen FX-Flat-Account hat. Da kann man das Ganze über CFDs umsetzen. Und da kann jede amerikanische Aktie, die da im Angebot ist, kann auch gehandelt werden. Ja, bei den Knockout-Produkten wie Knockout-Zertifikaten, Turbos, X-Turbos und Wave XXLs, was es da nicht alles gibt, da ist das bei den meisten Brokern nicht mehr möglich, weil es eben eine Regelung gibt, dass Steuern, die auf gezahlte Dividenden anfallen, dann auch abgeführt werden müssen für derivative Produkte. Und das ist den Banken zu aufwendig und den Brokern und deswegen lassen die das. Ja. Christoph, ja, das Add-on gibt es ausschließlich als Mietversion. Okay. Jo. So, dann kommen wir im Prinzip schon ans Eingemachte. Der Mario fragt nämlich, wonach entscheidest du, welche der S&P 500 Aktien für mich interessant sind? Schaust du dir jedes deiner Signale händisch an oder hast du auch einen Automatismus? Also, es ist im Add-on schon so voreingestellt, dass zusätzlich zu den Signalen, die hier entstehen, noch eine zusätzliche Zeile da drin ist, die direkt erstmal prüft, ob dieser Trendindikator auf beiden Zeitebenen auch in die gleiche Richtung zeigt. Das heißt, wenn wir ein Long-Setup haben, dann sehen wir auch sofort auf einen Blick hier in der nächsten Zeile, ob der Trendindikator auf Tag und auf Woche auch tatsächlich in die Long-Richtung zeigt. Und dann schaue ich mir diese Signale alle an. Das ist korrekt. Ich stelle es hier mal wieder auf den Tageschart. Das geht auch sehr schnell. Ja, wir werden das gleich mal kurz machen, werden hier die Werte durchgehen und dann werdet ihr sehen, wie schnell das eigentlich geht. Aber ich bin ein großer Freund davon, mir Trades, bevor ich sie umsetze, die Charts immer noch mal ja quasi händisch anzuschauen. Ja, also wirklich noch mal zu gucken, wie sieht das ganze Bild übergeordnet aus? Wo sind die nächsten Support-Level? Wo sind die nächsten Resistance-Level? Was möchte ich traden und was nicht? Ja, ich bin also kein Händler, der ein Signal bekommt und einfach seine Order da reinlegt, dann könnte ich das Ganze automatisieren. Das will ich nicht, ja, weil ich bin ein sehr chartbezogener Händler, und ich will immer sehen, wo sind die nächsten Hürden für den Kurs und bis wohin hat der Kurs Platz. Und deswegen komme ich nicht dran vorbei, kurz einmal einen Blick zumindest auf den Tageschart und auf den Wochenchart zu werfen. Ingolf fragt, ob ich das System auch in Index Futures handle oder ob ich das auch dafür empfehlen kann. Das funktioniert auf Index Futures genau wie auf Einzelaktien. Ich handle das auf Index Futures aber nicht. Ja, ich habe für Index Futures separate Strategien. Ich handle das auf Aktien. Die Susanne fragt, sie hat in der letzten Woche eine Fragemail geschickt. Ja, die habe ich erhalten von FX Flat. Die habe ich noch nicht beantwortet, weil ich die letzte Woche im Urlaub war und ich bin jetzt ab Montag noch nicht dazu gekommen. Da kriegst du noch eine Antwort von mir. Okay, dann schauen wir einfach mal hier durch. Ich habe diese Signale jetzt so eingestellt, dass sowohl die von heute als auch die von gestern angezeigt werden. Ja, dann sehen wir hier direkt, wie viele Signale hier am Tag entstehen. Das sind also bei den 500 S&P-Aktien, sind das hier jede Menge Handelsmöglichkeiten, die wir bekommen. Und ich mache das so, dass ich mir einmal vor 15:30 Uhr, bevor der Markt aufmacht, die ganzen Signale auch vom Vortag nochmal anschaue und schon mal gucke, was ist da vielleicht für mich interessant, lege vielleicht schon die ersten Orders in den Markt, dass ich dann auch tatsächlich bereit bin, wenn es um 15:30 Uhr losgeht. Okay. Also, wir gehen einfach mal ganz schnell die ersten Signale, die hier entstehen, durch. Ja, also wir haben ein Long-Signal bei American Airlines. Das sind, wie man hier oben sieht, Signale, die aus dem Tageschart kommen. Das
Ich gehe jetzt gar nicht groß darauf ein, was das für Signale sind. Hier steht jetzt Kumo Breakout Long. Das heißt, wir haben hier den Ausbruch gesehen des Kurses aus der Wolke. Ja, und deswegen heißt dieses Signal Kumo Breakout Long. Das dauert für mich jetzt hier eine Sekunde, um abzuschätzen, dass ich dieses Signal nicht traden möchte. Ja, warum nicht? Weil wir auf Wochenchart uns im Prinzip hier seit April 2018 bei American Airlines unterhalb der Wolke bewegen. Das reicht mir schon, um zu sehen, dass ich hier auf gar keinen Fall ein Long Setup handeln möchte. Wir befinden uns hier im Wochenchart unterhalb der Wolke. Das heißt, wir sind im Wochenchart im Abwärtstrend. Keine Situation, in der ich Long traden möchte. Ja, wenn man jetzt versucht, hier so ein Bottom Fishing zu machen, weil eine Aktie absolut überverkauft ist, dann ist es eine andere Strategie. Ja, das hat nichts mit unserer Trendfolge hier nach Ichimoku zu tun. Wir gehen hier heute nur auf Ichimoku-Trendsignale ein. Und wenn ich dann sehe, dass der Wochenchart abwärts gerichtet ist, dann hat sich das Ding schon direkt erledigt. Gehen wir auf die Abbott Laboratories. Gesundheitswert, ja, Healthcare über die letzten Monate hier super gelaufen, hat sich auch nach der Märzkorrektur extrem schnell wieder erholt. Und ist im Wochenchart jetzt momentan hier in einer Situation, die so aussieht. Ja, das könnte man als Bull Flag sehen. Das könnte man auch genauso als kleinen Keil hier sehen. Ja, und das ist zumindest schon mal eine Grundausrichtung, wo ein Breakout nach oben absolut interessant ist. Und dann sehen wir eben hier auch auf dem Tageschart, also erstmal auf dem Wochenchart, sehen wir, wir befinden uns oberhalb der Wolke. Wir sind also übergeordnet im Aufwärtstrend. Wir sind auf dem Tageschart in die Wolke eingetaucht. Wir wissen, die Wolke ist der Supportbereich. Das ist also ein großer Unterstützungsbereich, in den wir hier eingetaucht sind. Und jetzt sind wir gerade dabei, aus dieser Wolke hier nach oben wieder rauszubrechen. Ja. Hier wäre jetzt ein Ausbruch für mich über diese Hochs bei 93, ja knapp über 93 Dollar, wäre für mich hier eine ganz interessante Situation, die Aktie zu kaufen. Ja, und zwar mit dem Zielbereich auch wieder relativ einfach, mit dem Zielbereich einfach mal das alte Hoch hier bei 100 Dollar und mit dem Stop-Loss, den würde ich dann entsprechend unter dieses letzte Tief hier setzen. Ja, das wäre mein Trade-Setup. Ist jetzt nicht so super ideal, weil es nur knapp über 1 zu 1 ist. Ja, man kann sich das hier über dieses Zeichentool, über dieses CAV-Zeichentool, was auch im Add-on enthalten ist, kann man sich das sehr schnell anschauen. Wenn wir hier oben den Einstieg nehmen würden und den Stop hier unten an dieses Tief packen, dann sind wir bei 98,70, 98,70 Dollar sind wir genau 1 zu 1 zu unserem Risiko, was wir fahren. Und mit dem Ziel knapp über 100 Dollar wären wir also etwas über 1 zu 1. Ja. Ist vom Setup her okay. Wir sehen auch Trendindikator auf dem Tageschart ist noch grün. Trendindikator auf dem Wochenchart ist sowieso grün, hatte nur eine Unterbrechungswoche hier drin. Von daher vom Setup her super. Vom Zielbereich finde ich es jetzt nicht ganz so ideal. Ja, ist jetzt nichts, was ich unbedingt umsetzen würde. Dann haben wir ein Short Setup bei ACE. Kommt für mich überhaupt nicht in Frage, weil wir hier im Wochenchart gerade dabei sind, auf das Support-Level zu laufen. Ja, wir sind oberhalb der Wolke und sind gerade dabei, auf das Unterstützungslevel zu laufen. Deswegen ist ein Short in dieser Situation hier für mich nicht relevant. ADP, ja, gemischtes Bild. Wir sind daily oberhalb der Wolke, laufen auf dem Weekly gerade in die Wolke rein, haben hier schon mal versucht, über die Wolke nach oben wegzulaufen. Das ist mir nicht mehr bearish genug für ein Short. Und das, was wir hier auf dem Weekly sehen, ist mir aber auch noch nicht bullish genug für ein Long, weil wir noch nicht aus dieser Wolke ausgebrochen sind. Deswegen ist dieses Long Setup, was wir jetzt hier bekommen haben, für mich nicht handelbar und quasi hinfällig. LFLAG, Long Setup von gestern. Ganz klar unter der Wolke fällt aus, brauche ich gar nicht weiter gucken. AIV, Long Setup von heute, wir sind auf Weekly unter der Wolke, kommt also nicht in Frage. Assurant, ja, genauso. Auf dem Daily, ja, der weiß hier nicht so wirklich wohin, sieht alles sehr seitwärts aus. Weekly unter der Wolke, uninteressant. Allegion, genau das Gleiche, wir sind im Weekly
von unten in den Widerstandsbereich gelaufen, ist für mich uninteressant. So, was haben wir hier noch? Atmos. Haben wir ein Long Setup, sind aber hier noch unterhalb der Wolke, sind in die Wolke reingelaufen, ist nicht interessant. Activision. Da hatte ich vorgestern noch ein Long Setup hier aus dem Ichimoku, als wir durch die violette Linie durchgelaufen sind. Da liegt hier noch die Order von vorgestern. Wenn wir über dieses Zwischenhoch hier gehen, bin ich auf der Long-Seite zu finden. Also wenn wir über das Hoch vom 11. Juni gehen, bin ich hier bei Activision auf der Long-Seite zu finden. Ja, Stop am letzten relevanten Tief hier auf dem Daily und das Kursziel im Weekly, ja, liegt dann quasi hier oben, ja, am All-Time-High. Ja, da sind wir also etwas mehr als 1 zu 1. Das ist so ein 1,2, 1,3 zu 1. Das ist für mich in Ordnung. Das ist ein recht langfristiges Setup, weil der Stop relativ weit liegt. Man kann das Ganze auch kürzer gestalten, ja, indem man seinen Stop an dieses Zwischentief hier setzt. Ja, das war aber vor 2 Tagen eben wirklich erst das Tagestief. Das Ganze sieht jetzt ein bisschen anders aus, weil wir ein, 2 Tage gebraucht haben. Vielleicht brechen wir auch tatsächlich erst morgen hier oben aus. Dann macht es durchaus Sinn, den Stop schon hier an die $70 zu setzen. Und dann ist man hier mit dem Chance-Risiko-Verhältnis schon gut bedient, wenn man einfach den Bereich hier um $80 nochmal erwischt. Ja. Da kann man also auch immer ein bisschen schauen, wie aggressiv oder wie defensiv möchte man das Ganze handeln. Na, das defensivere Setup wäre also hier mit dem Stop bei 66,50 und dem Ziel bei knapp 85. Das aggressivere Setup, das kann ich jetzt hier auch nochmal gerade verändern. Das wäre dann hier mit dem Stop knapp unter der $70, nämlich unter diesem Tief. Und dann sind wir hier mit dem Zielbereich eben auch schon, na, so ungefähr bei knapp über $80 im Zielbereich. Ja. Genau, im Prinzip ist das so ein bisschen eine Tasse Henkel, die sich hier gerade ausbildet. Ja, ist nicht ideal, weil wir dann im Idealfall eher hier oben schon gescheitert werden. Na, das wird dann noch ein bisschen weiter raufgekommen, dann hier gescheitert und dann eben zurückgekommen. Ich hole mal gerade das Zeichentool hier rein. So, da können wir uns das nochmal schnell einzeichnen. Ja, die Idealvariante einer Tasse Henkel wäre im Prinzip das hier. Ja, und dass wir dann hier nochmal so ein Breakout kriegen und dann hier nach oben weglaufen. Na, dass das ungefähr hier ein Level ist. Okay, ja, aber das ist auf jeden Fall was, was für mich hier in dem Fall hochinteressant ist. Und da ist es dann am Ende egal, ob es das aggressivere Setup mit dem kleineren Kursziel ist oder das defensivere mit dem weiteren. Das sieht alles recht gut aus. Ne? Wir sind auf dem Weekly, können wir nochmal schauen. Die Wolke hier, ich vergrößere das mal. Das ist vielleicht ein bisschen einfacher. Ja, die Wolke ist grün, über der wir sind. Das heißt, das ist eine starke Unterstützung. Die rote Linie, also die kurze Durchschnittslinie, liegt oberhalb der längeren Durchschnittslinie, oberhalb der violetten. Das ist ein Long Setup. Wir haben die nachlaufende Linie, die oberhalb des Preises liegt. Das ist ein Long Setup und wir sind aus der Wolke rausgebrochen. Das ist auch Long. Also hier sind im Prinzip alle Bedingungen für die Long-Seite auf dem Wochenchart erfüllt. Und ups. Und auf dem Tageschart, ja, sieht so aus, wir sind oberhalb der Wolke. Wir haben hier noch nicht die rote oberhalb der violetten. Das kommt erst noch. Wir haben aber schon den Kurs oberhalb der violetten. Und wir sind gerade dabei mit der blauen. Ja, nehmen wir mal an, wir schließen heute stark und schließen den Bereich hier oben. Dann liegt morgen die blaue Linie oberhalb des Kurses und dann ist auch das in die Long-Richtung gedreht. Wir sehen also auf dem Daily ist noch nicht alles erfüllt für alle Setups, die entstehen können auf der Long-Seite. Aber wir sind hier eben in der Entwicklung. Ne? Und das ist im Prinzip ist das die Idealsituation. Wir haben also eine super bullische Ausgangslage auf dem Wochenchart und sind im Tageschart hier in so eine Korrektur gelaufen, die uns aber nicht das bullische Setup aus der Wochensicht rausgenommen hat,
Und dann können wir hier im Prinzip aus der Korrektur raus dann wieder eine neue Long-Position aufbauen. Okay, das zu Activision. Was haben wir hier noch? Bank of America, haben wir ein Long-Setup, kommt nicht in Frage. Warum? Wir sind unterhalb der Wolke. Ja, das ist immer so die einfachste Möglichkeit abzuschätzen, ob ein Trade in Frage kommt oder nicht. Die beiden Dinge, die man verwenden kann, ist einfach, man schaut entweder auf den Trendindikator auf Wochenbasis, der ist negativ, oder man schaut ganz schnell, sind wir oberhalb oder unterhalb der Wolke. Und dann kann man weiterschauen. Wenn das passt, kann man weiterschauen. Aber man sieht hier sofort auf den ersten Blick Kurs unterhalb der Wolke. Also kein Long Setup. Baxter Health, hier haben wir ein Short Setup auf dem Daily Chart gekriegt. Ja, wir sehen auch, dass der Tageschart hier abwärts gerichtet ist. Aber wir sind im Weekly oberhalb der Wolke, sind gerade dabei, in den Unterstützungsbereich reinzulaufen. Also nicht interessant für ein Short Setup. Boston Scientific Long Setup Kurs im Weekly unter der Wolke nicht interessant. Ja, Citigroup unter der Wolke Long Setup irrelevant. Hier sieht es jetzt schon interessanter aus. Ja, Conagra Food haben wir gestern schon ein schönes Setup gekriegt und zwar zwei auf einmal. Das sieht man daran, wenn hier der kleine Pfeil ist, wenn ich hier draufklicke. Ja, dann sehe ich, welche Signale hier gestern gekommen sind. Einmal Chico Cross, also Preis durch die violette Linie, einmal Kumo Breakout. Wir haben also zwei Signale gestern an einem Tag bekommen. Ne, das sehen wir hier. So, der Preis ist oberhalb der violetten. Wir sind aus der Wolke rausgekommen. Blau ist dabei, über den Preis zu gehen. Und Rot wird auch morgen oder übermorgen, wenn sich diese Bewegung hier halten kann, auch wieder die violette kreuzen. Dann haben wir auch hier alles wieder positiv. Trendindikator hat nach einem ganz kleinen Dip hier in dieser Kerze auch sofort wieder nach oben gedreht. Weekly Trend ist ab. Wir haben hier den Preis ganz klar über der Wolke. Wir haben Blau über dem Preis. Wir haben Rot über Violett. Wir haben Preis über Violett. Auf Weekly ist alles long. Ja. Und deswegen könnte man jetzt schauen, ob man hier ein vernünftiges Long Setup findet. Ihr seht, hier liegt keine Order bei mir. Naja, warum? Einstiegslevel wäre so vielleicht hier über diesem Hoch oder aggressiv schon hier über diesem Hoch. Das wäre die aggressive Variante gewesen bei 34,10. Was mir jetzt nicht so gut gefällt, ist, dass wir im Wochenchart hier drüben ja, an einem ganz wichtigen Widerstandsbereich sind. Diese ganzen Tiefs hier, diese ganzen Tiefs hier. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Widerstandsbereich. Der hat hier auch schon mal gehalten, hat hier nochmal gehalten, hat hier nochmal gehalten. Wir haben also schon eins, zwei, dreimal versucht, da nach oben durchzugehen. Dreimal hat der Kurs das nicht geschafft. Und deswegen ist die Gefahr, dass wir wieder in diesem Bereich hier hängen bleiben, relativ groß. Dementsprechend setze ich das Setup nicht um. Na. Genau, ja, der Peter schreibt, ja, Stop bei 36. Das wäre eine Möglichkeit. Wirklich geduldig hier dann auf dem Weekly auch zu warten, dass wir tatsächlich diese Hochs hier rausnehmen und dann können wir eine Long-Position aufbauen. Jetzt muss man einfach dann abschätzen, wo gehört der Stop hin? Und wenn die Bewegung jetzt in einem Durchlauf, dann mü müsste der Stop hier unten hin bei 31,70. Das wäre das letzte Tief. Dann müsste charttechnisch der Stop liegen, 31,60, 31,70. Und dann haben wir da ein Risiko von 4,30 $, 4,40 $ pro Aktie. Und dann müssten wir jetzt schauen auf der Oberseite, wo könnte das Ziel sein? Und ich würde das Ziel vielleicht mal maximal hier oben bei 38,20 sehen. Und damit passt das Chance-Risiko-Verhältnis nicht mehr. Ja, dementsprechend ist das hier leider kein Trade-Setup, was ich zumindest für mein Konto umsetzen würde. Ja. Ah, der Wolfram fragt, ob es meinen Trendindikator auch für ein MT5 gibt. Nein, gibt es nicht. Wäre aber tatsächlich mal eine Überlegung wert, vielleicht das Ganze mal programmieren zu lassen. CBOE haben wir hier ein Long Setup auf dem Daily, kommt nicht in Frage, weil Weekly unter der Wolke ist. Ja, der Trend ist auf dem Weekly auch noch negativ, kommt also nicht in Frage. Kölner Corporation. Puh, hängt hier auf dem Weekly auch noch im Support-Bereich, ist da noch nicht wirklich raus, wäre auch nichts, was ich handeln möchte.
ist für mich auch hier, wenn wir uns das mal anschauen, ja, nicht wirklich trendig, sondern im Prinzip seit 2017 hier seitwärts gerichtet. Nichts, was mich irgendwie, nichts, was mich hier irgendwie reizt. Church and White. Ja, looks nice. Also, da haben wir hier ein schönes V auf dem Weekly. Wir haben einen deutlichen Abverkauf hier gesehen, haben deutlich die Korrektur gesehen und sind sehr genau an diesem Vor-März-Hoch, nenne ich es jetzt mal, an dem Vor-Corona-Hoch hier hängen geblieben. Wirklich mehr oder weniger punktgenau. Und konsolidieren jetzt hier in der Seitwärtsbewegung aus. Finde ich äußerst interessant, solche Setups. Ja. Müsste man sich jetzt anschauen, wie das hier auf dem Tagesschart gestaltet ist. Ja, das ist ja hier im Prinzip wie so eine kleine Range. Das heißt, der Ausbruch über die 77,30 könnte interessant werden, mit dem Stop dann entsprechend hier unter der 72. Ja. Das ist ein Stop von ja, so knapp 7% in der Aktie. Das finde ich immer ganz okay für einen kurzfristigen Trade. Mir ist immer wichtig, dass in solchen Ranges, wenn die denn eng laufen, der Stop nicht zu dicht am aktuellen Kurs dann dran liegt, so knapp 7%, finde ich schon in Ordnung. Und wir haben eben ein schönes Kombinationslevel. Ja, wir hätten hier den Ausbruch aus der Range und hätten den Ausbruch über diese ganzen letzten Hochs hier, diese Hochs hier drüben. Ja, es ist ein wirklich sehr markanter Bereich und wir hätten dann im Prinzip hier auch Platz, recht zügig hier raufzulaufen bis 81. So, das heißt, 81 wäre das letzte Hoch. Wenn wir uns den Wert hier langfristig anschauen, dann sehen wir, was Church and White hier langfristig generieren kann. Das ist also ein ganz toller, sauberer Trend. Klar, hier mit so einer kleinen Panikunterbrechung, aber wenn wir uns mal anschauen, wo das Ding gedreht hat, ja, am idealen Level. Das ist das ideale Level hier. Da hatten wir über Monate eine größere Seitwärtsrange. Und nachdem wir aus dieser Range hier sehr dynamisch ausgebrochen sind, ist diese Range nicht mehr getestet worden. Und das ist ein ganz wichtiger Kaufbereich hier. Der ist nicht mehr getestet worden. Und der ist jetzt in diesem Anlauf hier getestet worden und ist wirklich am perfekten Level hängen geblieben und wieder zurückgekommen. Und deswegen würde ich hier durchaus damit rechnen, dass wir auch nochmal deutlich neue Hochs sehen. Und wenn wir uns anschauen, wie weit hier typischerweise die Bewegung läuft, wenn die Aktie ein neues Hoch macht, ja, dann sehen wir hier von 55 auf 60. Hier sind wir von 61 auf 66 gelaufen. Hier sind wir von 69 relativ schnell auf 75 gelaufen. Das heißt, es sind immer so ungefähr $5, die wir hier machen. Und dann könnten wir uns jetzt hier mit dem Kursziel auf den 85er Bereich legen und schauen dann einfach mal. Also, ja, schauen dann einfach mal, wenn wir uns das Ding hier übernehmen in den Tagesschart bei 85. So, was wir hier für ein Chance-Risiko-Verhältnis generieren könnten, ja, wenn wir hier kaufen würden im Break den Stop unter das letzte Tief legen, dann sind wir hier ungefähr bei 1,4, 1,5 zu 1. Ja, und das finde ich dann schon sehr interessant. Das heißt, Church and White wäre durchaus was, was hier super interessant zu handeln ist. Was haben wir noch? Signa Corporation, ich vergrößere mal den Weekly wieder ein bisschen. Prinzipiell gar nicht so schlecht, ja, weil wir oberhalb der Wolke sind und auch im Daily oberhalb der Wolke, aber das ist mir alles hier zu seitwärts, ne? Wenn wir hier schauen, seit 2017 gab es hier keine richtige Bewegung mehr in der Aktie. Nichts, was mich interessiert. CMA, Long Setup, hinfällig, weil Weekly unter der Wolke. Und so kann man sich im Prinzip hier sehr, sehr schnell durcharbeiten. Ja, ich habe hier eine Position noch drin von heute in der Citrix Systems. Citrix, ja, das ist die Firma, wenn ich mich nicht irre, zu der das Produkt gehört, was wir gerade nutzen. Ja, GoToWebinar. GoToWebinar gehört zu Citrix Systems. Jetzt weiß man auch, warum dieses Ding so hervorragend gelaufen ist über die letzten Wochen. Das ist also ein absoluter Profiteur der Krise. Es ist ein absoluter Profiteur von der Umstellung auf Homeoffice.
ein absoluter Profiteur vom Trend Richtung Online-Meetings. Von daher ist das für mich sowohl fundamental als eben jetzt auch charttechnisch hier eine ganz interessante Situation. Auf dem Weekly sehen wir ganz klar, Trend im Wochenchart ist brutal stark, nimmt hier ein bisschen ab, logischerweise, weil wir uns im Moment hier in so einer Konsolidierungsbewegung befinden, so seit Mitte April. Der scheint mir aber ready to break, ja, hier über die 150. Auf jeden Fall ist es so, dass im Weekly, wenn wir uns das anschauen, wieder alle Signale auf Long zeigen. Wir sind oberhalb einer grünen Wolke, wir haben Rot über Violett, wir haben Preis über Violett und wir haben diese verzögerte blaue Linie oberhalb des Preises, also im Weekly super bullish. Gucken wir uns den Daily ein bisschen genauer an. Ja, wie sieht das Ganze hier aus? Hier sehen wir auch in der großen Abverkaufsbewegung und hier seht ihr mal, wie schnell dieser Indikator reagiert. Ja, wenn man hier irgendwo Long-Positionen aufgebaut hat, mit diesem Wechsel, mit dem Durchbruch unter dieses letzte Tagestief, das sind also 2 Tage, die hier dafür entscheidend sind, dass wir von einem Aufwärtstrend in einen Abwärtstrend drehen. Ja, waren also sehr schnell dabei, in diesen Abwärtstrend zu drehen. Dann haben wir hier natürlich eine Mörderamplitude in der Aktie, eine Mördervola, wenn wir uns das mal anschauen. Ja, das sind hier 20% Kursbewegung innerhalb von 2, 3 Handelstagen und dann eben auch diese hier fast 20% wieder zurück, auch wieder innerhalb von 3 Handelstagen. Da ist es natürlich klar, dass ein trendfolgender Indikator durchaus auch mal so ein bisschen springen kann, wie das hier der Fall ist. Aber dafür brauchen wir schon wirklich eine extreme Vola, damit solche Situationen hier mal entstehen. So, und das, was hier jetzt gelaufen ist, ist, wir haben einen Breakout gesehen aus der Wolke. Das ist hier das erste Long Setup, weil wir haben noch Rot unter Violett. Wir hatten hier noch Preis unter Violett. Ja, der war jetzt inzwischen auch schon drüber. Es sind also 2 Signale, die hier wieder parallel gelaufen sind. Der Ausbruch aus der Wolke und der Durchbruch vom Preis über diese violette Linie. Wir haben die blaue noch unterhalb des Preises. Ja, da ist also durchaus noch Potenzial nach oben und wir haben auch Rot noch unter Violett. Wir sind also auch hier noch nicht in allen Signalen auf der Long-Seite, aber wir sind hier schon wieder in der Entwicklung. Ja, und wenn man sich die Swings hier anschaut, wie sie gelaufen sind, die letzten Sequenzen, dann sehen wir, dass wir eben auf dem Tageschart hier auch gerade wieder anfangen, eine Sequenz steigende Hochs und steigende Tiefs auszubilden. Ja, wenn wir jetzt vielleicht noch mal ein bisschen korrigieren in die Unterstützungszone rein, das letzte Hoch noch mal testen und dann weiterlaufen, dann haben wir hier auch ganz klar den Trend wieder auf der Long-Seite. Ja, Mario, zum RSL kommen wir gleich und die Spalten dahinter erkläre ich auch gleich noch kurz. Okay. Der Michael hat hier noch gefragt, wo ziehst du denn eigentlich die obere Fibonacci-Linie hin? Verstehe ich jetzt nicht so richtig, was du damit meinst. Vielleicht kannst du das noch mal kurz präzisieren. Ja. Okay. Susanne, ich sehe deine Fragen hier, aber das ist ja ein halber Aufsatz. Ich werde dir das schriftlich beantworten. Ja, da brauche ich ja jetzt erst mal 3 Minuten, um das zu lesen. Okay. So, schauen wir weiter. Also das ist eine Position, die momentan offen ist. Die ist einfach heute nach 15:30 Uhr in der ersten Bewegung, die sehr schnell gelaufen ist, wohlgemerkt, in der ersten Bewegung über dieses Zwischenhoch. Dieses Zwischenhoch hier war der interessante Bereich für mich. In der ersten Bewegung über dieses Zwischenhoch, so ein paar Minuten nach Markteröffnung, ist hier die Long-Position ausgeführt worden, war schon ein bisschen im Gewinn, ist jetzt ein bisschen zurückgekommen. Werden wir sehen, wie das weiterläuft. Das ist ein Stop im Markt und mehr kann ich eigentlich auch nicht machen. Ja, das nächste, was passieren wird, ist, falls der Kurs hier oben drüber läuft, dann kommt der Stop an dieses Tief. Ja, dann werde ich langsam anfangen, hinterher zu trailen. Aber typischerweise lasse ich diesen Trades ein bisschen Luft, ein bisschen Raum. Die müssen sich auch bewegen können, die müssen sich auch entfalten können. Okay, so. Weil das ja jetzt alles hier tatsächlich sehr viele Werte sind, ja, und auch sehr viele Möglichkeiten sind zu arbeiten. Ich habe hier noch eine Long-Position aufgebaut in der Lilly Eli.
Die ist jetzt vor kurzem erst ausgeführt worden. Die hat mit einem extremen Gap aufgemacht. Wir haben ein sehr hartes Gap hier bekommen. Sind direkt aus einem Fake-Ausbruch unter die Wolke, sind wir direkt über die Wolke gesprungen. Das ist also wirklich mal ein Momentum-Setup hier. Auf dem Wochenchart sieht das Ganze so aus. Ja, da sehen wir auch, absoluter Krisenprofiteur. Na, Healthcare Drug Manufacturer, also ein Medikamentehersteller. Und hier sehen wir auf dem Wochenchart, wir sind in dieser Abverkaufsbewegung über den März, sind wir hier in das Support-Level gekommen, in das Unterstützungslevel, haben hier sofort gedreht, haben dynamische Käufe gesehen und waren dann im April hier schon auf einem neuen All-Time-High. Ja, als ein Großteil der Märkte noch deutlich im Minus war übers Jahr, waren wir hier schon auf einem neuen All-Time-High, haben dann auch hier zuletzt eine größere Korrektur gesehen, die nochmal im Prinzip diesen Unterstützungsbereich hier getestet hat. Und da sehen wir von da an heute diese extreme Bewegung nach oben, Momentum-Setup. Und ich habe einfach nur den Ausbruch über dieses Zwischenhoch hier gehandelt. Da bin ich dann immer ein bisschen defensiver, wenn ich sehe, eigentlich ist der Trend noch negativ. Ja, der wird wahrscheinlich dann morgen hier auch drehen. Aber wir waren hier in einem zunehmend negativen Trend. Deswegen nehme ich hier lieber den defensiveren Bereich. Jetzt haben wir den Break gesehen hier nach oben. Und jetzt kommt hier auch dann der Stop unter das Tagestief. Den lege ich hier nachher noch rein. Okay, so. Und jetzt schauen wir uns mal kurz an, weil wir ja eben hier einfach so viele Positionen haben und so viele mögliche Trading-Setups haben, wie man sich, wenn man keine Lust hat, alle durchzugucken, das Ganze im Prinzip noch ein bisschen vereinfachen kann. Ja, wir können, ich hatte ja eben diesen RSL erklärt, diese relative Stärke nach Levi, diesen Indikator, den ich hier benutze, auf Wochensicht in der Standardeinstellung 27 Wochen. Danach kann ich diese Werte jetzt sortieren. Ja, das heißt, wenn ich jetzt hier drauf drücke oben, dann habe ich die Werte jetzt sofort nach ihrer relativen Stärke sortiert. Und dann stehen die stärksten Werte stehen oben und die schwächsten, die sind dann am anderen Ende der Liste zu finden. Und ich setze jetzt am liebsten Long Setups um in Werten, die relativ weit oben in dieser Liste stehen, weil das sind Werte, die über die letzte Zeit recht stark waren. Ja. Und zur Kontrolle habe ich hier immer noch mal die Performance-Entwicklung über einen Tag, also die Performance-Entwicklung von heute, dann die Performance-Entwicklung über die letzten 7 Tage und die Performance-Entwicklung über die letzten 30 Tage. Ja, und da kann man dann auch schon immer noch mal gut abschätzen, was sind denn im Moment recht starke Werte. Ja, Adobe sieht hier sehr gut aus, läuft hier super, hat ein RSL von 1,16. Ja, ist also deutlich oben in der Liste zu finden. 2,5% heute, 6,7% über die letzten 7 Tage, 20% über die letzten 30 Tage. Wenn wir uns den Chart anschauen, ne, dann sehen wir, das ist ein tolles Zeichen dafür, dass der Kurs hier richtig schön sauber trendfolgend nach oben läuft. Ja. Wo haben wir hier die Signale gekriegt? Naja, hier in dem Bereich hatten wir das Hauptsignal Breakout aus der Wolke. Wenn ihr jetzt einfach mal schaut, wo im Wochenchart an dieser Stelle hier das Fadenkreuz steht, dann seht ihr zu der Situation im Wochenchart Trendindikator klar aufwärts gerichtet, Kurs über der Wolke, die blaue Linie oberhalb des Kurses, der Kurs oberhalb der violetten Linie. Also eine extrem starke Long-Ausrichtung auch auf dem Wochenchart. Wir sind, wenn wir jetzt mal runtergehen auf den Wochenchart, hier in der Korrektur, in der Märzkorrektur, in ein ganz wichtiges Unterstützungslevel reingelaufen, haben hier sofort wieder gedreht, haben nicht mal einen Wochenclose gekriegt innerhalb des Support-Levels, sondern der Close war auch sofort schon wieder oberhalb des Support-Levels. Ja, also ein ganz klares Zeichen von Stärke. Und wenn wir eben dann sehen, dass wir hier aus dieser kurzen Abwärtstrendgeschichte, ne, wir sehen, Trendindikator war hier negativ, der hat schon ein bisschen früher gewechselt, der hat schon ein bisschen früher gedreht, bevor der Kurs durch die Wolke gegangen ist.
Aber nachher der Break durch die Wolke war dann im Prinzip das kurzfristige Kaufsetup. Ja, und da hat sich jetzt die Aktie ganz hervorragend entwickelt. Ja, und läuft also nach wie vor hier momentan von All-Time-High zu All-Time-High. Ist also auch ein Wert bei mir aus dem Investmentdepot. Ist eine meiner Lieblingsaktien. Ja. Dann schauen wir, was haben wir noch? Auch bei mir im Depot und auch einer meiner großen Favoriten ist PayPal. Die sehen wir hier noch weiter oben. Das ist die drittstärkste Aktie hier im Moment im S&P über diese RSL-Messung. Na, da sehen wir hier auch seit 22. April, also nach dem Ausbruch nach unten, sind wir hier seit dem 22. April wieder auf der Long-Seite zu finden durch den Break über die Wolke. Ja, gucken jetzt nochmal hier unten, 22. April, das war dieser Bereich. Da sind wir hier also auch gerade aus der Wolke rausgekommen im Wochenchart. Ganz hervorragendes Long-Setup. Im Wochenchart gerade aus der Wolke raus, wieder im Aufwärtstrend. Die blaue Linie, die war hier schon oberhalb des Preises, auch ein klares Zeichen von Stärke. Der Preis war oberhalb der violetten Linie. Der Trendindikator, den ich benutze hier, der war schon grün. Also ein ganz hervorragendes Long-Setup hier an dieser Stelle für PayPal, so bei ungefähr 112 Dollar. Ja, wo stehen wir jetzt? 162 Dollar. Ja. Und hier ist es auch relativ egal, was man für einen Stop verwendet hätte, solange man sich nicht zu dicht an den aktuellen Kurs bewegt, wäre man hier auch nie rausgeholt worden. Na, diese Position, die läuft nach wie vor. Aber so kann man mal ein bisschen schauen, was denn momentan starke Werte sind. Und dann gucke ich natürlich auch gerne eben bei den Werten, die hier auftauchen, wo finde ich denn hier aktuelle Signale? Die Activision, die hatten wir uns gerade schon angeschaut. Na, das ist schon von vor 2 Tagen. Die ist also auch oben in der Liste. Die Netflix, da habe ich heute eine Long-Position aufgebaut. Da habe ich nämlich heute dieses Kijun-Cross-Signal gekriegt, als der Preis hier durch die violette Linie durchgegangen ist. Ich vergrößere das mal ein bisschen. Ja, hier liegt die violette bei ungefähr 428 Dollar. Als dieser Preis da heute durchgelaufen ist, ist das Signal entstanden. Und ich habe dann noch abgewartet, dass wir über diese letzte negative Kerze hier drüber laufen, weil gestern hatten wir einen Inside Bar, der zählt dann nicht wirklich. Und mit dem Break über diese letzte Kerze hier ist die Long-Position aufgebaut worden. Und jetzt schauen wir mal, wie weit die läuft. Ja, Stop relativ eng hier unten an der 412 am letzten Tief. Wie sieht es auf dem Wochenchart aus? Ja, alles long. Blau ist oberhalb des Preises, der Preis ist oberhalb der Wolke, die rote Linie ist oberhalb der violetten, der Preis ist oberhalb der violetten. Hier ist alles long ausgerichtet und wir haben hier nach dieser kleinen Korrektur und dem Aufsetzen auf dem Supportbereich im Tageschart haben wir hier ein schönes Long-Setup für die Netflix-Aktie. Ja. Die Citrix hier, die hatten wir uns auch schon angeschaut eben. Da brauchen wir auch nicht nochmal drauf gucken. Jetzt haben wir hier noch 2 Setups. Einmal Vertex Pharmaceuticals. Sieht auch schön aus. Ja, sehen wir hier auf dem Wochenchart schon, wie stabil dieser Trend hier ist auf dem Weekly. Na, hier sind also auch alle Setups für die Long-Richtung erfüllt. Was mir hier jetzt noch nicht so gut gefällt, ist, dass mein Trendindikator noch negativ ist. Ja, wenn die Aktie heute stark schließt, irgendwo hier oben in diesem Bereich, dann ist der ab morgen auch wieder grün und dann wird die wahrscheinlich auch morgen bei mir auf der Kaufliste liegen. Und was haben wir hier noch? Rollins können wir uns auch nochmal anschauen. Sieht auch gar nicht so schlecht aus. Ja, ist also auf dem Weekly hier schon übers All-Time-High ausgebrochen, ist dann relativ deutlich zurückgekommen. Könnte jetzt in dieser Korrektur, die hier gerade läuft, auch eine Möglichkeit sein, einen vernünftigen Einstieg zu finden. Da würde ich zumindest morgen nochmal den Tag abwarten, weil mein Trendindikator hier noch nicht ganz grün ist. Mal schauen, wie der morgen aussieht, wenn der Tag heute geschlossen hat. Wenn wir hier dann auch wieder einen etwas größeren grünen Balken kriegen, dann wäre ein Ausbruch über dieses Hoch des Tages, wäre dann auch noch eine Möglichkeit, hier zu kaufen. Okay. So. Was haben wir noch? Der Peter fragt hier, ob der Monatschart zur Beurteilung auch gut ist oder eher unnötig. Für mich ist es für diese Setups hier eher unnötig, weil die dafür zu kurzfristig sind. Ja, da sehe ich hier im Prinzip alles, was ich brauche über den Wochenchart. Na, da haben wir jetzt hier die letzten 4,5 Jahre drauf.
Ist alles noch ganz sauber zu sehen, da brauche ich den Monatschart nicht. Ja, einen Monatschart schaue ich mir gerne an, wenn ich Swing Trades aufbaue, die eine Haltedauer von vielen Tagen bis hin vielleicht zu mehreren Wochen haben, so wie ich das im Rohstoffbereich mache. Da schaue ich mir gerne auch mal einen Monatschart an. Aber ansonsten am Ende des Monats, ja, wenn also eine Monatskerze beendet ist, dann schaue ich ganz gerne mal auf den Monatschart und gucke, ob sich da irgendwie kerzenformationsmäßig was entwickelt. Weil ich habe es ja schon ganz häufig gesagt, es ist typischerweise so, je höher die Zeitebene ist, die ihr euch anschaut, umso nachhaltiger werden die Signale, die da drin entstehen. Das gilt zum einen für Unterstützungslinien und Widerstandslinien. Das gilt natürlich auch für Ichimoku-Signale. Und das gilt auch für Kerzenformationen oder für Chartformationen wie Dreiecke oder sowas. Ja. Oder auch Durchbrüche durch Trendlinien oder sowas. Ja, das ist auf dem Monatschart schon interessant, aber da schaue ich innerhalb des Monats nie drauf. Ja, zum Monatsende, wenn die Kerze erledigt ist, dann schaue ich mir das nochmal an. Peter fragt, ja, also schaust du Rohstoffe mit diesem System an? Nein. Rohstoffe schaue ich mir auch nicht über Ichimoku an. Rohstoffe, da arbeite ich völlig anders. Da arbeite ich mit Commitments of Traders, Daten und Saisonalitäten. Das hat mit Ichimoku nichts zu tun. Das hängt aber damit zusammen, dass Rohstoffe völlig anders funktionieren als Aktien. Ja, die typische Aktie steigt. Ja, wenn man sich die US-Aktien anschaut, ein Großteil der Aktien steigt über die Jahre eben weiter an. Ja, so ist das ganze Finanzsystem ausgelegt und die erfolgreichen Unternehmen, bei denen steigen die Aktienkurse. Das heißt, ein Aktientrading-Ansatz hat immer so einen leichten Long-Bias. Ja. Bei Rohstoffen ist das Ganze ganz anders. Rohstoffe sind viel mehr range-bound. Also man findet eigentlich keinen Rohstoff, der von $10 auf $2000 geht. Ja, das wird nicht passieren. Und deswegen werden Rohstoffe ein bisschen anders gehandelt. Und viele meiner Signale, die ich im Rohstoffbereich trade, sind antizyklisch und da versuche ich in sich neu entwickelnde Trends einzusteigen. Und von daher ist das kein Ansatz, den ich darauf verwende. Okay. So, das ist das. Was haben wir hier noch? Hannover Rück, nee, kann ich jetzt nicht zeigen, weil ich hier jetzt keine Kursversorgung gerade für deutsche Aktien dran habe. Deswegen kann ich die Hannover Rück gerade nicht zeigen. Aber man kann das, diesen Handelsansatz, dieses System kann man ganz genauso auf deutsche Aktien verwenden, wie auf amerikanische. Und wir sind jetzt gerade in einer Phase, wo es vielleicht auch gar nicht schlecht ist, mal ein bisschen deutsche Aktien zu handeln, weil der schwächelnde Dollar für europäische Werte eigentlich ganz gut ist. Ja. Okay. Ja, ich wechsle im Agena Trader den Arbeitsplatz, wenn ich zwischen Commitments of Traders oder Rohstoffen und Aktien wechsle. Ja. Ich habe normalerweise auf meinem Handelsarbeitsplatz immer noch mal so eine Übersichtsliste, ja, wo ich alles noch mal schnell sehen kann, dass ich auch immer sofort die Kurse habe, die ich brauche. Aber wenn ich nach Signalen suche oder nach Setups suche, dann wechsle ich die Arbeitsplätze. Das ist ja das Schöne am Agena Trader, dass man sich wirklich für jeden Handelsansatz im Prinzip einen eigenen Arbeitsplatz anlegen kann und die dann relativ schnell wechseln kann und dann auch nur die Werte da drin hat, die für einen interessant sind. Okay, dann haben wir jetzt 19 Uhr. Das soll es dann soweit auch gewesen sein. Falls ich irgendwelche Fragen noch nicht beantwortet habe, wir haben ja neue Termine schon. Da findet das Ganze dann in der gleichen Art nochmal statt. Da können dann auch gerne nochmal Fragen gestellt werden. Und dann gehe ich da auch nochmal drauf ein. Gut, das wäre es hier für heute von meiner Seite. Ich bedanke mich auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit. Und ja, sag bis zum nächsten Mal. Wünsche euch noch einen schönen Abend.
und wünsche euch natürlich für den Rest der Woche super erfolgreiche Trades. Ja, bis dahin, macht's gut und bye bye.